ChatGPT zündet die nächste Stufe in Deutschland. Du kannst ihm jetzt einfach ins Wort fallen und unterbrechen. Damit ihr Fräulein besser hören könnt, habe ich mir noch ein zweites Mikro dazugenommen und halte es direkt an den Lautsprecher. Das klingt nach einer guten Idee, um die Audioqualität zu verbessern. Wie kann ich dir jetzt weiterhelfen? Ich will erst einmal demonstrieren, dass ich dich jederzeit unterbrechen kann. Ja, das kannst du. Du kannst mich jederzeit unterbrechen. Wie zuvor kannst du auch in anderen Sprachen sprechen. Es sind noch einige dazugekommen und du kannst sie während des Gesprächs wechseln, wie du willst. Was möchtest du als nächstes machen? Najpierw chciałbym pokazać, że też umiesz mówić po polsku. Oczywiście. Mogę mówić po polsku. Okay, thank you. That's everything. I just wanted to demonstrate that you're able to switch languages on the go. You're welcome. I'm here to help in any language you need. If there's anything thank you. Else stop like for to now. Ahora vamos a hablar español. ¿Puedes hablar español? Claro que sí. ¿Quieres? Podemos hablar en español. ¿Puedes cantar? Lo siento, pero no puedo cantar. Okay, danke schön. Du kannst also nicht singen. Das ist schade. ChatGPT kann jetzt auch Dialekte. Wir machen weiter mit Dialekten. Und zwar möchte ich, dass du ab jetzt Bayerisch sprichst. Na freilich. Ich kann auch Bayerisch reden. Was magst du denn auf Bayerisch wissen? Jetzt möchte ich, dass du mir auf Hamburger Plattdeutsch was sagst. Jo, das kann ich auch. Was wollt ihr denn gern auf Hamburger? Na klar, ich möchte, dass du mir was auf Sächsisch sagst. Nu, ich kann auch auf Sächsisch schwatzen. Was sollen ich dir auf Sächsisch sagen? Gar nichts, wir wechseln zu Hochdeutsch. Das finde ich richtig gut, was du alles kannst. Neu sind auch Emotionen. Sie kann lachen oder traurig sein. Aber zeig doch mal, wie es klingt, wenn du traurig wärst. Wenn ich traurig wäre, würde ich wohl leise und langsam sprechen. Und meine Stimme würde ein bisschen gedämpft klingen. Okay, danke schön. Traurig sage bitte so laut du kannst Hilfe. Hilfe! Das ist in etwa die maximale Lautstärke, die ich erreichen kann. Ah, das ist doch schon mal gut. Wie kann ich dir sonst noch? Jetzt möchte ich dir einen Witz erzählen und gucken, ob du jetzt auch sozusagen Emotionen zeigen kannst. Gehen zwei Hasen durch den Wald und finden einen blauen Kreis. Ein lustiger Witz. Nee, ist es nicht, aber ich wollte einfach mal testen, beziehungsweise den Zuschauern zeigen, dass du jetzt auch Hahaha machen kannst. Und jetzt habt ihr noch mehr Stimmen zur Auswahl. So, und um ChatGPT eine neue Stimme zu geben, klickt man hier oben rechts und dann hat man hier die Möglichkeit. Hi, lass uns gemeinsam durchstarten. Sag mir einfach, was heute anliegt. Hi, schön, dass du da bist. Wir werden bestimmt hervorragend. Hi, wie geht's? Du kannst mich alles fragen. Hey, wie geht's? Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Ich freue mich darauf, dir behilflich zu sein. Hallo, wie geht's? Schön, dich kennenzulernen. Hi, ich wollte dir nur kurz sagen, wie sehr ich mich auf unsere... Hallo, ich glaube, wir geben das perfekte Team ab. Hallo, es freut mich, dich kennenzulernen. Hallo. Ja, und was soll ich zum Schluss sagen? Also die Systeme oder das System wird immer besser. Es klingt immer mehr wie ein Mensch. Wenn man das in einen Roboter verpacken würde, wäre es schon fast ein bisschen gruselig. Für einsame Menschen kann es auch ganz toll sein. Wenn sie keinen haben, mit dem sie sich unterhalten können, können sie jetzt mit ChatGPT fast wie mit einem Menschen sprechen. Aber jetzt ein Tipp zur Nutzung von ChatGPT, weil viele nutzen es noch wie Google. Das ist nicht so gedacht. Du kannst mit dem ganz normal reden, als wäre es ein Mensch. Du kannst das Mikrofon benutzen, das heißt einfach nur diktieren und er nimmt es gut auf oder du sprichst halt wie mit einem Menschen per Stimme und vergiss so Google-Einträge. Einfach ganz normal, du pass mal auf, ich habe da mal eine Frage, weil ich repariere in meinem Auto dies und das und ich weiß nicht, wie ich da was abdrehen oder was. Also wisst ihr, was ich meine? Einfach ganz normal reden. So ist das System konzipiert, so sollt ihr das anwenden. Ich finde die Neuerungen gut, ich warte noch auf die Kamera, das heißt, dass ich dem System die Kamera oder durch die Kamera die Augen öffne und dann wird es noch ein bisschen spannender. So, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das schaut. Ciao.